Ihr Lieben, recht herzlich willkommen zu einer weiteren schönen, umnachteten Folge Ark Survival Ascended bei uns auf dem Kanal. Und wir haben ja in den letzten Folgen ein bisschen am Gewächshaus herumgeschraubt. Und jetzt habe ich den Eindruck, es könnte ein bisschen hell sein. Obwohl es noch nicht so richtig, oder ist es hell? Das ist der Brunnen bei Nacht, ist ja auch schön. So, dann gucken wir mal hier rein. Ja. Ja, die Lampen sind trotzdem, dass sie auf Stufe 1 sind, immer noch recht hell, aber gut. Ich muss mal was probieren, aber ich kann die auch nicht, upsie, nicht noch weiter ausmachen. Ach, die leuchten ja trotzdem. Ja, obwohl, das stört ja jetzt auch nicht so richtig, oder? Die sind auch auf Stufe 1, ja. Naja, wenn man nah dran ist, sieht es wieder schön aus. Ist man weiter weg, ist es ja Stadion, ne? Zeig mal her. Ja, das geht eigentlich schon. Ich glaube, das ist okay. Der müsste auch auf der 1 sein, glaube ich, ne? Ja. Special Effect, genau. Das sieht wirklich super aus, wenn man da von Weitem guckt. Ich glaube, das ist ein bisschen heftig. Zeig mal her, wo habe ich einen Vogel hier? Habe ich einen Vogel? Komm mal her. Da brauchen wir uns nicht wundern, wenn der Boss kommt, der Alpha-Boss aus dem Vulkan, uns eine knallt und sagt, mach das Licht aus. Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen am Nebel. Ganz ehrlich. Ja, das ist ja auch da hinten so übertrieben. Halleluja. Nicht, dass hier einer denkt, hier kommt ein Drop runter und ne, besucht uns hier. Nee, es ist okay. Es ist halt kaltes Licht, ne? Das ist halt doof. Aber ich glaube, das ist in Ordnung. Ja, wenn es nicht so nebeln würde, wisst ihr, dann wäre es auch hübsch. Die sind ja auch so hell hier. Weg mal her. Wir testen das mal ein bisschen hier. Ausschalten. Ausschalten. Ach, die strahlt da drüben auch noch an. Siehst du mal. Das ist ja auch nett. Wir finden unsere Base definitiv wieder bei Nacht. Auf jeden Fall. Nö, ach komm, wir lassen das so. Die Kreide liegt ja auch noch da. Wollen wir den Kamin mal dazu anmachen? Das siehst du. Das sieht da super aus. Oh, hier war halt der Eingang. Genau, dann ziehen wir noch ein bisschen hier die Deko lang. Die leuchtet auch ein bisschen. Schau mal einer an. Ja, die hat auch ein bisschen Leuchtwirkung. Ach, schön. Genau. Und da wollte ich noch eben die Farbwechselblümchen hinstellen hier. Und zwar davon habe ich ja 3 Stück. Ja, das passt natürlich wieder nicht. Dann machen wir mal außen eins hin. Warte mal. Ach, ist das süß. Ach, die muss man hinhängen. Okay, dann. Dann hängen wir sie hin. Wir hängen die hin. Dahin. Irgendwo schön mittig. 1, 2, 3. Mittig. Jawohl. So. Ist ja nett. Warum ist das eigentlich so? Warum machen sie dann so einen Kasten, wenn du sie nur hinhängen darfst? Das ist ja auch Quatsch. So. Oh. Okay. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Dickla, grüß dich. Oder warst du schon da? Nö, weiß ich nicht. Also die müssen wir anders hängen. Ich glaube, die müssen wir weiter unten hinhängen. Damit das so aussieht, als würden die stehen, ne? Wo haben wir es denn da? Dann machen wir die. Da kannst du hinbauen. Warte mal. Das geht nicht, nee. Da ist er eigen. Der ist auch irgendwie eigen. Ach, hier ging's. Warte mal. Die könnte man hier draufstellen. Okay. Aber macht das... Ach nee, das wird mich ja wahnsinnig machen hier. Nee, wir hängen die mal hier unten hin. Pass mal auf. Kann man sich so schlecht entscheiden... Wie viel haben wir denn? Wie viele Felder? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 7. 1, 2, 3. Dann hängen wir hier eine in die Mitte.
Da. Erstmal dahin. So. So, dann müssen wir aber auf jeden Fall die anderen Blumenübel. Die werden wir auch noch hier hinstellen. Und zwar genau über das Ding. Ja. Ist ganz nett. Da setzen wir hier auch noch einen hin. Genau an die Ecke. So. Okay. Dann müssten wir halt noch einen bauen. Dann würde ich gerne da drüben auch noch einen hinsetzen. Genau, warte. Machen wir gleich. Jetzt vergessen wir das wieder. Und zwar da. Komm her. So. Und dann müssen wir die Lichterketten dran bauen. Hopp. So. Ja. Hat doch schon eine gewisse Grundstimmung. Sehr schön. Jetzt müsste man sich halt hier noch irgendwas einfallen lassen für die Mitte, aber wir müssen erstmal die Lichterketten bauen. Wir wollen ja auch eine gewisse weihnachtliche Stimmung haben im Frühjahr. Hm? Ist ja ganz klar. So, da haben wir sie. So, schön dahin. Zack. Zack. Oh. Dani mag Lichterketten. Es können nicht genug sein. Das ist im echten Leben auch so. 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 Ja. Nett. Ziehen wir da hinten noch eine lang und dann ist doch alles super. Da haben wir auch noch genug. So, das machen wir ziemlich so. Ach, wie ist das schön. Die werden wahrscheinlich außen ein bisschen rausgucken, aber da können wir das jetzt gerade nicht ändern. Dann sieht es von außen vielleicht auch noch schön aus. So. So. Ach, wie toll. Ja. Es gibt auch eine schöne Beleuchtung hier drin. Hätte ich nicht gedacht, dass die so eine Leuchtkraft haben, die kleinen Scheißer. Aber anscheinend ist das so. Ja, und wenn dann hier dann Pflänzchen drin stehen und so, dann sieht das doch gleich. Das sieht doch super aus. Ja, sehr gut. Cool. Erstmal soweit. So, haben wir denn noch irgendwas gebaut? Nö. Da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren. Aber ich würde halt gern auch hier noch die Lichterketten draußen weiterziehen. Weil ich glaube, das sieht nett aus. Einfach nur, weil es schön aus. So. Bisschen weiter runter. Nicht, dass das hier so dann ganz blöd abgehakt wirkt. So. So geschwungene wären mir tatsächlich lieber gewesen, aber die gibt es nicht. Leider. So. Das muss natürlich alles wunderbar passen. Muss doch alles schick aussehen. Oh, das war schon. Sehr gut. Muss ich noch welche bauen? Nützt nix. Das nützt nichts. Was ist denn jetzt? Kristall. Hey, jetzt komm. Sag nicht, ich hab kein Kristall mehr. Dann muss ich dich aber schubsen. Irgendwohin. Ein Kristall. Ist nicht dein Ernst, oder? Das jetzt wirklich? Nein, sag mal. Also, wir haben doch genug Kristall, Leute. Ich war doch erst was holen. Das weiß ich doch ganz genau. So, dann dahin. Und dann war das... Ich hoffe, das waren die... Ich hoffe, das waren die. Oh, ich hoffe es. Schauen wir mal, das sehen wir gleich. Piu, piu. Ein Geschenk können wir auch noch... Ah, nee, lieber nicht. Ein Pfefferkuchenhaus haben wir auch. Waren das die? Das sieht gut aus. Ein Pfefferkuchenhaus, das wäre auch gut.
Oh, das sieht gut aus. Ja. Oder machen wir das so hin? Das sieht aus wie in einer Diskothek bei uns. Da schmeißt man die Fuffis in den Club. So, dann machen wir hier auch noch was hin. Zack. Und so. Oh, wie ist das schön. Jetzt kriege ich ein Problem hier wegen der Treppe. Hallo? Ich... Da ist... Komm ich da? Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Das ist ja doof. Moment. So. Wer hat doch gelacht. Oder es ist gelacht. Nein, warum nicht? Warum magst du? Also. Ja, hallo? Ah. Das geht nicht. Tut mir leid. Hier kriegt man leider keine hin. Wahrscheinlich, weil das ein Fundament ist und keine Wand, ne? Ah, wahrscheinlich. Naja, man muss auch mal ein paar Abstriche machen im Leben. So, die kommt wieder hin. Ja, es geht leider nicht anders. Es tut mir sehr leid. Hier könnte man die dann halt oben dran machen. Glaube ich, völlig wurscht. Weil die gucken eh nur durch die Struktur durch. Oh, jetzt habe ich keine mehr. Ja. Okay. Roman, grüß dich. Ja, uns geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Passt soweit, jo. Jetzt brauchen wir noch irgendwas Dekomäßiges da oben für die Mitte. Weil das sieht mir da noch zu leer aus. Hier haben wir ja schon eine gemütliche Bank. Genau, hier noch irgendwas hin, was hübsch ist. Ja, hin was Schönes. Nee, auf das Fundament ging leider auch nicht. Aber wir lassen das so. Wir lassen das mal so. Jetzt suchen wir noch andere schöne Dinge. Warte mal, was könnten wir da reinbauen? Irgendwas sehr, sehr Cooles, was hübsch aussieht. Vielleicht auch ein bisschen rustikal. Die Guillotine. Für den bösen Para, der bei uns in der Basis rumläuft. Nee, lieber nicht. Curtains. Vorhänge? Nein. Dining Room, Feuerstelle hat man ja schon. Das passt aber auch nicht so richtig. Was ist denn das hier? Open Fireplace. Hm. Okay. Nee, auch nicht hübsch. Living Room, was haben wir denn hier? Ein Aquarium? Nein. Teppiche, Deko. Ein Fass. Da können wir ein Fass aufmachen später, wenn wir da sind. Nee, ich glaube, es wird bei irgendwelchen Blumen bleiben. Jack Deko passt nicht. Was haben wir hier? Nee, passt auch nicht. Gucken wir mal noch hier hinten bei der anderen Mod. Strukturen. Sonstiges. Nee, da gibt es auch nur ganz normale Sachen. Lagerkisten. Nö. Haben wir denn sonst noch irgendwas? Irgendwas Schönes, was wir da hinstellen können. Sehr schön, Robert, das freut mich. Was ist denn das hier? Eine Hängematte. Ach nee, nee, eine Hängematte lieber nicht. Ein königlicher Thron? Nein, noch eine Sitzecke wollen wir da auch nicht hinstellen. Das macht auch keinen Sinn. So, hier ist nichts weiter. Nee, da wird es wohl auf ein paar Pflanzen hinauslaufen. Es nützt ja alles nichts. Irgendwas Hübsches. Und zwar... Wir nehmen mal zwei davon. So. Und irgendeine schönes, ein schönes Blümelein in die Mitte. Ah. Wir sind ja hier in der Testphase. So.
Schauen wir mal. Schnuppidumpidum. Und hopp. So, mal schön die Mitte versuchen zu finden. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, die Mitte von 5. Es könnte so klappen. 1, 2. 1, 2. Genau. Pass auf. Ach, das ist ja süß. Naja. Naja. Das könnte man doch eigentlich auch ranstellen, oder? Ja. Kommt wieder her. Ich kann sie nicht aufheben. Verdammt. Die bleibt jetzt für immer da stehen. Dann stelle ich wenigstens euch ein bisschen. So. Ja, leider konnte ich die nicht aufheben hier. Warum nicht? Naja. Okay. Sieht doch schon mal nicht so schlecht aus. Dani hat auch gerade gesagt, dass es ihr gefällt. Wenn das dann so ist. So. Da kann sie hier ihres Amtes walten. Und wir können in der Zeit das andere Gewächshaus abbauen. Aber da werde ich natürlich vorher alles rausholen, was da drin ist. Ich versuche da hochzukommen. So. Mais, Maissamen, tralala. Wo werde ich denn das alles hinschmeißen? Das kann ich ja nicht einfach in der Gegend rumliegen lassen. Ich schmeiß das dann alles hier rein. Hier gibt es 300 Plätze. Ich glaube, das ist okay. Ja. Die Hühner. Die Hühner. Leute, die Hühner. Komm her. Die Hühner müssen auch noch mit. Sehr schön. Zack. Nicht, dass wir hier... Oh, wir haben ja noch... Ah. Achso, das ist das Samending. Das müssen wir drüben auch noch reinstellen. Hilft zwar aktuell nicht viel. Oh. Oh. Ach, herrje. Uhuhu. Mit. Du kommst auch mit. Dieter. Dieter, komm. Dieter ging es ja mal gar nicht so gut, ne? Wisst ihr noch? Was ist mit dem Huhn los? Das Huhn schwebt in der Luft. Du kommst dahin. Du kannst fliegen. Oh, nein, ich wollte... Upsi. Ich wollte dich nehmen. Guck mal, du kommst zu deinem Kumpel hier hin, ja? So, ist das okay für dich? Ja? Sehr gut. So, dann machen wir die Kiste. Wo machen wir die Kiste hin? Die machen wir hier vorne hin. So, wo war sie? Die Eisbox da. Von der AA-Mod. Das sind so kleine Kisten, die als Kühlschrank funktionieren. Oder warte mal. Ja, doch, doch, doch. Dahin. Dann machen wir gleich alles wieder rein, was wir drin hatten. So. Muss ich natürlich aufpassen, dass ich hier nicht zu viel wegschmeiße. Genau. So, das Ding kommt auch wieder hin. So, und zwar machen wir das direkt hier hin, würde ich sagen. Denke ich doch mal. So als, ne? Wie sagt man so schön neumodisch? Eyecatcher. Das Ding richtig rum? Jo. Oh. Na, das sieht ja... Das sieht ja nicht gut aus. Ich glaube, die kann man gar nicht anders setzen. Nö. Mit Q gedrückt halten? Will er auch nicht. E gedrückt halten zum Drehen. Nö. Mag er nicht. Oh, warum geht denn das nicht an die Wand dran, hä? Das ist ja eine miese Sache. Dann kommt sie halt hier hinten hin. So. Da fällt sie auch nicht so weit auf. So, da hätten wir das. Dann machen wir jetzt noch die Beete leer, komplett. Da
Dann bauen wir die Beta ab. Den ganzen anderen Quatsch. Und dann können wir da hinten ja wieder ein paar Viecher hinstellen. So, und da gibt es nämlich auch so eine coole Knarre. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Die Strukturenknarre, wo habe ich denn die? Das ist eine normale. Das ist die Kryo-Knarre. Kann man das nämlich ganz schnell abbauen, wenn ich sie denn finde. Das könnte die hier sein. Zeig mal. Aber eigentlich hatte ich eine andere. Ja, ist egal. Vielleicht klappt es ja mit der auch. Schauen wir mal. Der kannst du nämlich wunderbar Strukturen wegnehmen, wenn man sich nicht verdrückt. So. Info. Struktur. Struktur. So, schauen wir mal. Achso, ich wollte ja vorher das Zeug rausnehmen, ne? Sonst kriege ich Ärger. Sonst kriege ich Ärger mit der Chefin hier. Das macht keinen Sinn. So. Alles zu mir. Komm her. Geh doch auf. Auch alles zu mir. Das ist natürlich jetzt viel Futterlei hier, ne? So. Ich teste das mal. Normalerweise müsste ja dann auch eigentlich ein Sack stehen bleiben, oder? Ja. Okay. Dann kann ich das ja so einsammeln. Das ist da noch besser. So. Sehr gut. Ja, damit. Upsi. 134 Möhrchen. Mama Tuma die Möhrchen. So. Er schubst mich in hier. So, dann werden wir das gleich mal drüben einlagern. Nicht, dass das hier noch, ne? Hier so Probleme gibt, ne? Mit der Chefin hier. Ne? Das können wir nicht machen. So. Oh, so ein Haufen Zeug. Sehr schön. Oh, die Lampe sollte da nicht rein. Upsi. Die Beete können wir doch eigentlich da drin lassen. So, sehr gut. Haben wir das doch schon mal alles safe hier drin? Ja. Finde ich gut. Und dann bauen wir jetzt noch den Rest ab. Dann sind wir auch schon durch. Die Bienchen, ja, die müssen wir erstmal, glaube ich, da stehen lassen. Oder mal gucken, wo wir die hinmachen. Weiß ich noch nicht. So. La 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 da da da. Huch. Jetzt hat er aber berechnet. Aufpassen, dass ich kein Dino wegmache hier. Wäre ja ein Malheur. So. Siehst du mal, so schön geht das. Zack, zack. So, das Lämpchen auch noch mit eingetütet. So. Das kommt auch noch alles weg. Sehr gut. Zack und zack. So. So schnell geht das. Alles weg. Dann nehmen wir das Lämpchen auch noch mit. So. Ja. Wunderbar. Schön Platz gemacht. Wie schaut es mit denen eigentlich aus hier? Kann ich die einsammeln direkt? Ich hoffe. Nicht, dass die mir jetzt da kaputt geht. Hinten aber dann noch ein. Das war, glaube ich, ein anderer, oder? Oh. Ja, ich weiß. Und die kann ich nicht aufheben. Ah. Au. Hört auf. Au. Au. Lasst mich doch in Ruhe. Ich muss hier abhauen. Hühner, beschützt mich. Das juckt euch nicht, ne? Wenn euer Herr und Meister hier zerstochen wird. So, jetzt kann ich die aber aufheben. So. Sehr gut. Das sind die ungefährlichen. Das waren die gemoddeten Bienenhives. Aber da hinten das Ding, das war ein normaler aus dem Spiel. Wir machen uns fertig. So, wo können wir denn die hinstellen, dass sie nicht nerven? Am besten hier hinten hin. Oder? Hier so hin? Zwei Stückchen? Da sind sie. Zack. Du auch noch. Schauen wir mal, ob das hinhaut. Ein hier hin. Ah, sehr schön. Zack.
Und so? Sehr gut. Das ist doch nett. Ja. Bienenspaß im Mondesschein. Toll. So, da haben wir den Honig. Wo haben wir denn den Honig hin? Den kriegt sie in die Küche. Weil wenn ich den jetzt nicht in den Küchenkühlschrank mache und sie sieht das gerade. Oh, dann. Ist hier Honig drin? Nein. Hier. Ach, hat ja gar nicht viel. Hat ja nur 1051. Wahnsinn. So. Ach, Leute. Schön. Unser Stadion. Ah, ich find's gut. Ich finde es klasse. Und irgendwann werde ich natürlich auch das Lager umbauen müssen, komplett. Aber was wir jetzt tun müssen, ist einen Platz suchen für die Halle. Für die Halle der Ahnen. Das kannst du nicht ahnen. Da können wir vielleicht heute noch den Grundriss legen. Komm mal her, mein gefärbter Freund. So, oder? War das doch nett. Ist das nett? Erstmal so. Ja. Sehr schön. Sehr gut. Jo. Kann man so mit leben. Ich glaube, das macht sie glücklich. Jo. Es sieht gut aus. So. Dann gehen wir mal hier hinter. Und hier hinten soll irgendwo ganz hinten hin eine relativ große Halle, wo dann die ganzen Artefakte reinkommen auf Trophäenständer. Das wird also nicht klein, das Ding. Und ich weiß nicht, ob es in Ascended auch noch so ist, dass man da die Köpfe kriegt von den Tieren, die man platt macht. Dass man die dann auch aufhängen kann. Ich weiß nicht, ob das hier so möglich ist. Das weiß ich noch nicht. Ja, das macht sie glücklich, hat sie gerade gesagt. Wunderbar. So, da werden wir natürlich den ganzen Stein hier wegholen müssen. So nach und nach. Da werden wir auch wieder den Dödi nehmen. Ja, bekommt man. Sehr gut. Dankeschön für die Info. Sehr gut. Gut. Dann kann man das wahrscheinlich dann auch wieder an die Wand baumeln. Ist das toll. Oh, ein Gewächshaus. Die Nacht. Sehr cool. Ja genau, und da muss ich definitiv das Lager erweitern, weil ihr seht, das ist ja das nackte Chaos hier drinne. Da werden auch ein paar so Dedicated Storage Boxen reinkommen, die es hier gibt. Irgendwo. Hier, die da. Und da kann man wunderbar Sachen drin sammeln. Die kommen dann wahrscheinlich schön übereinander. Kann ja mal zwei davon bauen. Mal gucken, ob man die stapeln kann. Oh, die brauchen ja gar nicht lange zum Herstellen. So, da sind sie fertig. Schauen wir mal, ob man die übereinander stapeln kann. Ich hoffe doch. Haben wir hier irgendwo einen Platz? Nein, haben wir nicht. Gehen wir mal oben hin. Hier haben wir doch einen Haufen Platz. Oh, ein Schwanz. Ein Schwänzelein. So, zeig mal hier. Oh. So. Nein, natürlich nicht. Das wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. So, zeig mal her. Was kann denn das Ding dann machen? Zeig mal her. Wireless Crafting, ist klar. Dann schmeißen wir mal irgendwas rein. Was haben wir denn gerade zum Reinschmeißen? Ich würde gerne mal da das Holz reinschmeißen und mal gucken, was passiert. Habe ich hier noch Holz drin? Nein. Geht mir langsam das Holz aus. Das wäre ja mies. Ach nee, hier. Und ich glaube, das ist dann so, dass die das alleine aufsaugt, ne? So. Holz ist weg. Ah, nee. Okay. Das kann man doch dann hier... Genau. White Draw Stack. Oh Gott, das ist ja wieder lustig. Transaction Options. Ach, das wird ja alles ein Spaß. Okay, Leute, dann danke ich euch fürs Zuschauen dieser Folge. Und in der nächsten Folge fangen wir an, die große Halle zu bauen. Mal gucken, wie groß sie wird. Mit Sicherheit genauso groß wie das Fundament hier. Aber vorher müssen wir dann halt die ganzen Steine wegräumen da hinten. Das kriegen wir aber alles hin. Tja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, ein Däumchen nach oben, wäre ein Träumchen. Dann sehen wir uns wieder. Bis demnächst. Tschüss.